Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehre Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast. Buddha-Blog-Podcast, Folge 120. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Weg zur Erleuchtung. Viele Buddhisten denken immer wieder über das Konzept der Erleuchtung nach, welches Buddha zur Essenz seiner Lehre erklärte. Um den Weg zur Erleuchtung zu beschreiten, bedarf es zuerst einmal den Entschluss, diese Reise überhaupt antreten zu wollen. Hier schließt sich echte geistige Arbeit an. Wie erreiche ich dieses Ziel, was kann ich unternehmen, um dem Buddha nachzufolgen? Als allererstes gilt, inneren Frieden zu finden, denn nur wer sich selbst liebt, der kann auch andere lieben. Um Eigenliebe aufbringen zu können, bietet es sich an, über Meditation und Disziplin sich in ein Stadium zu bringen, in welchem der übliche Selbsthass ein Ende findet. Daraus entsteht inneres Glück. Der Weg zum Nirvana ist damit wenigstens eröffnet. In buddhistischen Schriften wird der unerwachte Zustand mit Dunkelheit verglichen, das Erreichen von Erleuchtung dann mit dem Aufgehen der Sonne, dem Erreichen von Licht. Wer also nicht erwacht oder nicht erwachen will, der verbringt sein Leben in der Finsternis und muss mit der Dunkelheit zurechtkommen. Für die ultimative Freiheit muss der Mensch aber erst bereit sein, die Entscheidung eben treffen, aufbrechen auf dem Weg zur Erleuchtung. Dann, aufgrund des gefassten Entschlusses, bildet sich Selbsterkenntnis, tiefe Zufriedenheit folgt, der zum Weg entschlossene Jünger des großen Lehrers fängt an, sich endlich selbst zu lieben. Nun kommt der Reisende in ein Stadium, in dem er oder sie nichts mehr will, nichts braucht und an nichts mehr anhaftet. Eine tiefe Weisheit wird hier erreicht. Liebe wird zu echter Liebe, ohne Bedingungen, rein und ursprünglich. Leidende Menschen hören auf zu leiden, Suchende müssen nichts mehr suchen. Enttäuschte sind nun plötzlich zufrieden, frei von Verlangen, sie kommen mit dem aus, was sie haben. Um die Anker zu lösen, die das Ego an die jetzige Realität bindet, benötigen viele Reisende einen Reiseleiter, der den Weg zeigt, die Richtung weist, auf die wichtigsten Punkte hinweisen kann. Hier bietet sich eine Person an, die nicht mehr an den bindenden Verstrickungen der verschreckten Existenzen verhaftet ist, von Wissen und Wollen abgelassen hat und Anhaftungen aufgelöst hat. Diesem Lehrer muss sich der Reisende dann hingeben, auch lernen zu wollen. Bist du bereit zu lernen? Willst du die Verspannungen deines Geistes lösen, in Harmonie mit der Umwelt leben, den Körper aus der Umklammerung der falschen Lebensweise lösen? Dann bist du bei mir richtig, aber schaue nicht auf meinen Finger, sondern blicke in die Richtung, in die mein Finger zeigt. Und dann geh in diese Richtung, denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, töte nicht und verhindere, dass getötet wird. Hütet euch vor Ehebruch und Unzucht. Meidet die üble Nachrede und die Lüge, harte Worte und edles Geschwätz, verachtet den Geiz und die Gier, tut Gutes und haltet fest am rechten Glauben. Die Grundvoraussetzung zur Erleuchtung ist der Wille, sich selbst zu erlösen, um dadurch anderen von Nutzen sein zu können. Buddhistische Zufluchtnahme. Wer sich ernsthaft zum Buddhismus bekennt, der kommt irgendwann an den Punkt, wo er sich Gedanken macht über eine mögliche Zufluchtnahme zu Buddha, nach dem Erleuchtungsprinzip, zum Dharma, zur Lehre des Buddha und zur Sangha, die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen.
Eine Zufluchtnahme kann man für sich alleine zu Hause machen oder in einer Sangha, einem Tempel seiner Wahl. Die Zufluchtnahme zu Buddha geht wie folgt. Mit zusammengefügten Händen vor dem Herzen, zuerst einmal eine dreimalige Verbeugung vor einer Buddha-Statue, einem Buddha-Bild oder dem Abbild des großen Lehrers in den Gedanken. Jetzt sagt man dreimal Folgendes auf: Verehrung ihm, dem Erhabenen, dem Heiligen, dem vollkommenen Erleuchteten. Dann folgt die eigentliche Zufluchtnahme. Ich nehme meine Zuflucht zu Buddha. Ich nehme meine Zuflucht zum Dharma. Ich nehme meine Zuflucht zur Sangha. Zum zweiten Mal, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha. Zum zweiten Mal, ich nehme meine Zuflucht zum Dharma. Zum dritten Mal, ich nehme meine Zuflucht zur Sangha. Zum dritten Mal, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha. Zum dritten Mal, ich nehme meine Zuflucht zum Dharma. Zum dritten Mal, ich nehme meine Zuflucht zur Sangha. Nun folgen die 5 Sittenregeln. Ich versuche mich darin zu üben, keine Lebewesen zu töten oder zu verletzen, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde, keine sexuellen Verfehlungen zu begehen, nicht zu lügen oder falsch zu reden und keinen Alkohol oder Drogen zu konsumieren. Am Ende erfolgt nochmals eine dreimalige Verbeugung. Ich wünsche euch, dass ihr durch die Zufluchtnahme immer glücklich sein werdet, auch dass euch niemals etwas Schlechtes widerfahren möge. Omi Tofo. Das Leiden ist ein Fakt. Um den Chan-Buddhismus zu verstehen, muss man das Leiden als das begreifen, was es ist, nämlich als ein Wegweiser auf dem Weg zur persönlichen Erleuchtung. Außenstehenden mag die Beschäftigung der Buddhisten mit den Leiden als pervers, negativ oder gar krank vorkommen, aber aus meiner Sichtweise basieren alle Handlungen der Menschen auf den Leiden oder werden begangen, um Leiden zu vermeiden. Bei genauer Betrachtung etwa der christlichen Weltsicht hat Jesus am Kreuz die leidenden Menschen abgenommen, hat für sie gelitten. Also auch in diesem Glaubenssystem geht es letztendlich um die Leiden. Für viele Menschen in Europa ist der Chan-Buddhismus einfach eine Modeerscheinung. Viele denken sich, dass so ein bisschen Meditieren nicht schaden kann. Als eine Art von Zweitreligion ist die Lehre Buddhas durchweg gut etabliert. Schmerzen müssen aber sein und ob wir leiden oder nicht, das ist optional. Wer das versteht, der ist einen Schritt auf dem Weg der Erleuchtung gegangen. Wer nun aber ein schmerzliches Leben hat und darunter leidet, der hat auch einen Grund, über sich und seinen Werdegang wirklich nachzudenken. Denn vielleicht lebt gerade dieser Mensch ein Leben, welches nicht sein eigenes ist. Und letztendlich leidet er daran, dass er die alten Gewohnheiten zurücklassen müsste, um das Leben zu haben, welches sein eigenes sein würde. Zu kompliziert? Also ist das Leiden notwendig, um den Chan-Buddhismus zu verstehen? Sicherlich gibt es auch die Fälle, die Lehre des großen Lehrers intuitiv verstehen, aber generell können die Menschen, die heftig leiden, auch tief in den Chan eintauchen. Grundsätzlich leiden alle auf ihrem Lebensweg. Das Leiden ist überall um uns herum. Die Menschen werden geboren, was ein leidvoller Prozess ist, werden alt und krank, auch sehr leidvoll, und sterben, extrem leidvoll auch für die Hinterbliebenen. Aber gegenüber der Leiden verschließen wir so gerne Augen und Ohren. Wer will schon jemanden beim Sterben zusehen oder die Kranken sehen, die ihrem Ende entgegendämmern? Und in unserem Inneren leiden wir, wollen das aber nicht sehen. Wir entscheiden uns dazu, darüber hinwegzusehen. Zu feige sind wir, um der Wahrheit der Dinge zu begegnen. Der Chan- oder Zen-Buddhismus gibt uns eine Möglichkeit, mit dem Leiden aufzuhören, die Schmerzen zu akzeptieren, aber nicht mehr unter unserem Schicksal als Mensch zu leiden. Der Lehrer aller Lehrer hat uns die Werkzeuge hinterlassen, um persönlich zu erwachen, um die Erleuchtung zu erfahren. Auf die Reise aufbrechen müssen wir selbst, niemand kann für uns gehen, keiner kann uns die Erfahrung ersparen. Aber der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, eine jede Form, ob vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, ja, alle Formen sollten mit einer angemessenen Weisheit
und auch der Wirklichkeit entsprechend angesehen werden. Mein Sportprogramm. Seit geraumer Zeit betreibe ich wieder vermehrt Sport. Ich habe dadurch neue Energie. Der Frühling und Sommer wärmt meine alten Knochen. Mein nächster Geburtstag ist der 60. Trotz des leicht fortgeschrittenen Alters sehe ich etwa 10 bis 15 Jahre jünger aus und werde üblicherweise so auch von Fremden eingeschätzt. Kein Wunder, denn ich richte mich nach dem Buch 15 Jahre länger leben, was mir unglaublich gut tut. Nach dem Lehrer aller Lehrer ist Disziplin im Leben so wichtig. Der Körper ist ein Fahrzeug, welches wir benötigen, um durch diese Inkarnation zu kommen. Angefangen hatte ich wie immer nach Ostern mit einer Darmsanierung nach F.X. Meyer, was mit einer Gallenblasenreinigung nach Clark den Abschluss fand. Insgesamt habe ich etwa 8 Kilo abgenommen, mein jährliches Ritual zum Beginn der warmen Jahreszeit. Über den Winter esse ich gerne, bewege mich weniger. Ein Leben mit den Jahreszeiten bedeutet für mich auch eine Veränderung meiner Gewohnheiten mit Auswirkungen auf den Körper. Auch glaube ich, dass es dem Körper einfach gut tut, den Lebensstil zu verändern, nicht immer dieselben Dinge zu unternehmen. Mein jetziges Sportprogramm dauert etwa 60 Minuten. Ich schaffe es 5-mal die Woche, mein Training auch durchzuziehen. Zuerst mache ich mein Yoga, meistens einen Durchgang, gerne auch 2. So dehne ich meine Gelenke, schaffe grundlegende Flexibilität. Noch auf der Matte nehme ich in Rückenlage eine halbe Faszienrolle unter mein Becken und winkle die Knie an. Nun stelle ich ein Metronom, auch als App erhältlich, auf 100 und lasse die Knie wie ein Pendel von rechts nach links schwingen, während ich mich mit beiden Händen die Rolle halte, etwa für 5 Minuten, mit dem Timer vom Handy. Dann wandert die Rolle unter den Nacken, jetzt stelle ich die Geschwindigkeit auf 120, den Timer auf 3 Minuten hin und her im Takt, nicht mit Gewalt, sondern im Fluss der Ruhe. Durch diese Übungen werden die Sehnen und Muskeln rechts und links der Wirbelsäule gestärkt, gedehnt und bewegt. So ist es dem Körper nicht mehr möglich, Verspannungen aufrechtzuerhalten. Probleme wie etwa Ischias oder Nackenverspannungen lösen sich natürlich auf. Eine einfache, aber wirksame Schmerztherapie. Die Chinesen haben ein Sprichwort, die Jugend sitzt in der Hüfte. Deshalb mache ich im Anschluss an das liegende Hüfttraining dann die stehende Variante. Vereinfacht gesagt wackle ich mit dem Gesäß von links nach rechts, die Hände in den Hüften, im Takt von Musik etwa für 10 Minuten, manchmal auch für die doppelte Zeit. Jeden Tag lege ich die Gewichtung meiner Übungen anders. Danach schließe ich 10 Sets von Leg-Ups an. Stehend ziehe ich zuerst das linke Bein zweimal hoch, nach außen gerichtet, dann nach vorne gerichtet, dann dasselbe mit dem rechten Bein. Also pro Set 4 Leg-Ups, 10 Durchgänge, gerne auch schneller, ähnlich einer Übung aus dem Kampfsport. Zum Abschluss lege ich mich nochmals mit angewinkelten Knien auf die Matte und mache 200 Sit-Ups in Sets zu 50 Stück. Hier schließt sich meist noch mein Energie-Qigong an, auf das ich besonders Wert lege, um Kraft in meinem Körper zu halten. Zweimal in der Woche trainiere ich dann auch noch Tongbei Chuan, das Langfaustboxen, um in meinem Kung-Fu nicht stehen zu bleiben. Dann geht es in die Dusche und ab zur Arbeit. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, beste Gabe ist Gesundheit. Du bist unglaublich wertvoll. Die Menschen haben manchmal seltsame Vorstellungen von ihrem eigenen Sein. Das Selbstbild ist häufig schwer gestört. Weil in der Vergangenheit nicht immer alles nach Plan lief, deswegen kratzen sich die Leute ihr eigenes Selbstbewusstsein kaputt, sie zweifeln, sie sind verängstigt und sie trauen sich nichts zu. Aber jeder Mensch ist wertvoll, jeder kann von jetzt auf nachher sich komplett verändern, in sich gehen, ja er oder sie kann innerhalb von Sekunden ein Buddha werden. Du bist wertvoll, weil du so bist, wie du bist. Keiner kann wissen, was die Zukunft bringt. Vielleicht wird aus dem einst belächelten Klassenkasper eines Tages ein Nobelpreisträger. Vielleicht rettet genau die immer benachteiligte Person eines Tages ein Leben. Vielleicht blüht das verstörte Nachbarskind durch genau die Liebe auf, die von dem eigensinnigen Starkkopf ausgeht, mit dem sonst niemand redet. Wer soll das wissen?
Und jeder Mensch ist es wert, geliebt zu werden, das ist ein Fakt, egal wie die Dinge auch immer stehen mögen. Immer gibt es liebenswerte Seiten, die manchmal sehr verschüttet sind, die aber einmal vom Schutt befreit strahlen. Und wenn sich eine Person erst einmal die Mühe macht und nach den guten Eigenschaften sucht, dann werden Energien frei, die lassen sich im Voraus nicht absehen. Du bist unglaublich wertvoll, nicht weil du darüber weißt, nicht weil du so handelst, nein, du bist wertvoll, weil du ein Teil vom Ganzen bist. Und erst die vielen Teile machen das Ganze zu einer runden Sache. Am Himmel entlang gleiten, das wäre ein guter Ansatz. Wo immer auch die Intention lag, wertvoll sind alle Lebewesen. Die Methode Buddhas kommt dabei schnell zum Kern. Was hochfliegt, wird tief landen. Angst vor der eigenen Wertlosigkeit, Mittelmäßigkeit, Endlichkeit. Ich will nur wissen, wer ich bin. Wir können nicht hier bleiben, wir gehen, wenn wir bei Kräften sind. Wir haben Glück, wenn es an einem Vollmondtag so kommt, dass der Pfad hier nicht endet, selbst wenn wir die Spur verloren haben. Wenn wir schlau sind, werden wir weiterlaufen, ohne an der Lage zu scheitern. Könnte ich das als Mensch leisten? Du bist wertvoll und von uns geliebt, das ist das Gefühl, das die Menschheit erleben sollte. Nach ratlosen Tagen und Wochen, verzweifelnd an den Kenntnissen der Erkenntnisse. Wo ist oben, wo ist unten, keine Angst, wir beißen nicht, das wäre auch zäh. Ängste sind nur Illusionen, wir sehen stark aus, sind wir es? Wollen wir es sein? Wenn wir es wollen, dann können wir es sein. Aber muss es geschehen oder wäre Passivität eine Option? Dicht dran, aber weit entfernt. Und die Lehre Buddhas, was bringt die den Leuten? Natürlich ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, behüten die Umsicht, nimm diese Tugend als wertvollsten Schatz. Raummeditation. Eine Meditation für Erhabenheit und Bescheidenheit, geführt von der Intention, die Erleuchtung zu erreichen. Dabei geht es um den Raum, den wir einnehmen und den Raum, den ein Mensch einnehmen sollte, aber nicht bespielen kann, weil ihm die Mitte fehlt. Daran kann man arbeiten, das Leben ist hart, ohne Fleiß kein Preis, ohne Disziplin auch kein Buddhismus. Ziel ist es, das Bewusstsein zu lösen und loszulassen, nicht mehr anzuhaften. Sitze ruhig und gespannt auf die Dinge, die da jetzt kommen, halte dich gerade und aufgerichtet, schon nach einigen Atemzügen immer entspannter, das Gesicht, der Nacken, die Schultern, die Atmung wird tiefer, nimmt mehr Raum ein. Der Raum zeigt sich. Welches ist mein Raum? Bringe ich die nötige Disziplin auf, die es hierfür braucht? Jetzt ein besonders tiefer Atem, dann füllen wir das Wort Om mit Luft. Mit geschlossenem Mund blasen wir Om in uns auf. Wir halten die Energie in uns, atmen die verbrauchte Luft aber aus. In der ersten Runde summen wir dreimal das Om. Dann atmen wir eine Minute ganz normal, so wie wir wollen. Dann atmen wir fünfmal das Om still aus. Tiefer einatmen, stiller ausatmen durch die Nase. Du summst das Om, aber du sprichst es nicht. Lasse das Bewusstsein weiterhin zurück, nehme den Körper nicht mehr als Körper wahr, sondern sehe diesen als einen Körper. Den Geist löst du vom Ego, welches dir einreden will, dass du das natürlich nicht schaffen wirst. Erspüre die Grenzen des Raumes, den du einnimmst. Wo sitzt die Kehrseite auf? Welchen Punkt an den Beinen haben Kontakt zum Boden? Wo sind die Hände? Wo endet deine Haut? Mach dir kurz die Grenzen bewusst, vor sich das Bewusstsein endgültig ins Nirvana verschiebt, wenigstens für eine Weile. Jeder Atemzug bringt neue Energie, die nun im ganzen Körper ankommt. Der Atem geht sogar in die Beine, in die Hände, in den Kopf. Zwischen dem Boden und der Luft entsteht eine Art von Batterie, die dich auffüllt. Wir dehnen uns in alle Richtungen aus, die Atmung ist ruhig und langsam. Wir sehen unsere innere Mitte vor uns, nehmen sie zur Kenntnis. Von jetzt an atmest du mit dem Geräusch meines Meisterstocks ein und aus, gibst dich der Monotonie hin, 108 Mal.
Raummeditation Teil 2. Hast du den ersten Teil der Serie Raummeditation schon gehört? Ich empfehle dir, diesen vorzuziehen. Mit dem Geräusch meines Meisterstocks kannst du ganz vorzüglich meditieren. Ich habe dieses im ersten Teil der Raummeditation hinten angehängt. Heute geht die Meditation weiter. Jeder Atemzug nimmt einen anderen Raum ein. Atme in alle Richtungen deines Körpers, zum Kopf, zu den Armen, zu den Beinen, in die Erde. Je länger wir üben, desto mehr Energie nehmen wir aus dem Boden, geben wir wieder an den Boden ab. Die Grenze zwischen der Erde und dem Körper verschwimmt, wir haben das Gefühl zu schweben, spüren die Kehrseite nicht mehr. Die Energie in uns wird größer, die Konzentration ist zu spüren, in den Händen, den Beinen, den Schultern, Ellbogen, dem Kopf. Spürst du die Energie, die Ausstrahlung der Energie? Um uns herum entsteht ein Heiligenschein. Wir atmen nach oben, nach unten, nach links und rechts. Spürst du die Grenzen deines Körpers, erst auf der linken Seite, dann auf der rechten? Spürst du die Strahlen deiner eigenen Energie? Die Energie nach links strahlt von allen linken Körperteilen ab, vom linken Ohr, der linken Schulter, dem linken Rumpf, der linken Taille, dem linken Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß. Selbst von den linken Fingern und Zehen fließt Energie nach links. Die Energie nach vorne strahlt von allen vorderen Körperteilen ab, von der Nase und dem Mund, dem Kinn, von der Brust, dem Bauch, der Taille, dem Schritt, den vorderen Oberschenkeln, Unterschenkeln und Füßen. Selbst von den vorderen Fingern und Zehen fließt Energie nach vorne. Die Energie nach rechts strahlt von allen rechten Körperteilen ab, vom rechten Ohr, der rechten Schulter, dem rechten Rumpf, der rechten Taille, dem rechten Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß. Selbst von den rechten Fingern und Zehen fließt Energie nach rechts. Die Energie nach hinten strahlt von allen hinteren Körperteilen ab, vom Hinterkopf, dem Nacken, vom Rücken, der Taille, dem Gesäß, den hinteren Oberschenkeln, Unterschenkeln und Füßen. Selbst von den hinteren Fingern und dem nach hinten gerichteten Teil der Füße fließt Energie nach hinten. Spürst du die Energie oder eine Form von Licht? Stell dir ein Energiefeld vor, wie müsste so ein Heiligenschein denn sein? Nimm jetzt mit jedem Atemzug immer mehr Raum ein, dehne dich nach links, nach vorne, nach rechts, nach hinten aus. Was ist der Raum, der zu dir passt? Egal, ob du im Wohnzimmer, im Auto oder auf der Örtlichkeit sitzt, welches ist der für dich passende Raum? Wo sollte deine Haut sein? Wo ist sie? Wieso ist hier ein Unterschied? Was hindert dich, den Raum einzunehmen, der richtig für dich ist? Im Teil 3 meiner Serie Raummeditation hörst du, wie du den richtigen Raum für dich findest. Teil 3 meiner Serie Raummeditation. Hast du schon die ersten Teile der Serie gehört? Heute geht es weiter. Folge dem Geräusch meines Meisterstocks. Spürst du dein linkes Energiefeld? Spürst du dein vorderes Energiefeld? Spürst du dein rechtes Energiefeld? Spürst du dein hinteres Energiefeld? Nimm noch etwas mehr Raum ein, ähnlich einem Luftballon dehnst du dich aus. Spürst du jetzt die Grenzen deines Körpers auf der linken Seite? Spürst du jetzt die Grenzen deines Körpers auf der vorderen Seite? Und auf der rechten Seite? Und wie schaut es hinten aus? Linkes Ohr, linke Schulter, linker Torso, linke Hüfte, linkes Bein. Nase und Mund, Kinn, Brust, Bauch, Hüfte und Beine. Rechtes Ohr, rechte Schulter, rechter Torso, rechte Hüfte, rechtes Bein. Hinterkopf, Nacken, Rücken, Gesäß, Hüfte und Beine. Die Energie fließt, der Körper kommt an der Pforte zum Nirvana an. Wolken tragen den Leib. Nach links, nach vorne, nach rechts, nach hinten. 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 Und nochmal nach links, nach vorne, nach rechts, nach hinten. Und ein letztes Mal. Nach links, nach vorne, nach rechts, nach hinten.
Welche Körperteile bilden die linken Grenzen, die vorderen, die rechten und die hinteren Begrenzungen? Wo fließt deine Energie? Welche Körperteile bilden die oberen Grenzen, der Kopf, die Schultern und die Arme? Wo fließt die Energie nach oben? Kannst du sie sehen? Spürst du die Energie, das Licht, den Fluss des Universums? Dehne dich weiterhin aus, nehme deinen Platz ein. Jetzt erspüren wir mit dem ganzen Körper, der nun mit dem Ich verbunden ist, ein Teil des Universums. Der Atem ist unsere natürliche Verbindung mit der Buddha-Natur. Langsam kommst du wieder zurück in die normale Umgebung, die Augen öffnen sich, die Sinne kommen zurück, das Leben geht weiter, die Meditation kommt zu einem Ende. Der Weg ist auch bei der Meditation das Ziel. Buddha sagte einmal, die Meditation bringt Weisheit, sie lässt uns unsere wahre Natur erkennen. Durch sie wird das Geheimnis des Lebens entschleiert und Friede und Glück werden zum Alltag. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir als Ausgleich eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören.